Das ist ein Ernährungskonzept aus der wissenschaftlichen Community, das es ermöglicht, die individuelle Gesundheit über die Ernährung mit einem Wohlergehen unseres Planeten zu verknüpfen. Ich möchte heute mit euch ein bisschen über Ernährungstrends reden. Und zwar, weil es ein unglaublicher Wald ist, der sich da auftut in den letzten Jahren. Wenn man ein bisschen sich für das Thema interessiert, was ich bekanntlichermaßen tue, ist man in Social Media wirklich überschüttet. Es gibt widersprüchliche Ergebnisse, es gibt immer wieder neue Trends, immer wieder neue Multiplikatoren und teilweise super Ideen. Das Problem ist ja wie immer, man hat widersprüchliche Ergebnisse, man weiß nicht so genau, ist das jetzt das Richtige für mich oder halte ich das überhaupt durch? Beispiel Paleo war mal ein ganz großer Trend. Dann hat die vegane Community natürlich einen großen Auftrieb aus verschiedenen guten Gründen gewonnen. Und mein Wunsch und auch mein Aha-Erlebnis in letzter Zeit war, etwas zu finden, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was, das tut mir gut und das kann ich jeden Tag umsetzen, da stehe ich richtig hinter. Und zwar, weil es nicht nur mir, meiner Gesundheit und der Vorbeugung von verschiedensten Krankheiten dient, sondern eben auch ein großes Konzept hat. Und zwar ist es nachhaltig. Es ist ein Ernährungskonzept, das nennt sich Planetary Health Diet. Und es ist ein Ernährungskonzept aus der wissenschaftlichen Community, das es ermöglicht, die individuelle Gesundheit über die Ernährung mit einem Wohlergehen unseres Planeten zu verknüpfen. Und da möchte ich gerne ein bisschen mehr darüber berichten, was da eben hintersteckt. Und zwar ist es so, dass die Planetary Health Diet von einem bunten Strauß an Wissenschaftlern aus dem internationalen Raum in den letzten Jahren entwickelt wurde und dass diese Planetary Health Diet sehr eng angelegt ist an pflanzliche Ernährung, die bekämpft eben verschiedene Erkrankungen und gibt uns ein Konzept vor, einfach ein grobes Rahmenkonzept, wie wir uns so ernähren, dass es sowohl uns gut tut, als auch den Planeten nachhaltig so gestalten wird, dass ausreichend Nahrung bereitgestellt werden kann und dass weltweit dieses Konzept auch gelebt werden kann. Und zwar ist es so, wenn man sich einen Teller vorstellt, dass die Empfehlung ist, ungefähr 50% des Tellers, also ungefähr die Hälfte des Tellers, mit Obst und Gemüse zu bestücken. Was das sein kann, ganz unterschiedlich, natürlich immer gut regional und saisonal. Dann haben wir ein weiteres Viertel, das mit tierischen oder pflanzlichen Proteinen bestückt werden soll, wobei ganz klar da die Betonung auf pflanzlich ist, zum Beispiel Hülsenfrüchte. Und das letzte Viertel, da sind zum Beispiel Vollkornprodukte, die da hinzukommen. Das heißt, man hat eigentlich so ein ganz simples Konzept, das man aber jetzt auf jeden Teller, auf jede Bowl entlang seines Alltags übertragen kann. Für mich macht das total alltagsnah und super motivierend, weil man einfach sieht, okay, das ist was, das kann ich total gut machen. Ich muss auf nichts verzichten, weil das ist auch so ein Punkt. Es ist nicht strikt vegan, sondern es sind Empfehlungen, es sind Proportionierungsempfehlungen und es ist nichts, dass ich sage, okay, all or nothing, auf gar keinen Fall mehr Fleisch oder tierische Produkte jeglicher Art, aber eben in Maßen. Ja, und so habe ich für mich mit der Planetary Health Diet endlich mal so einen Trend entdeckt, wo ich sage, okay, da stehe ich hinter, da spreche ich super gern drüber, da lerne ich mehr davon. Und da stelle ich mir die Frage, wem geht es auch so? Also würde dich das interessieren, mehr darüber zu erfahren? Was genau interessiert dich daran? Ist das nur für mich so total begeisternd oder gibt es da Dinge, die wir nochmal mehr herausstellen müssen oder vielleicht kritisch sehen? Weil im Moment bin ich natürlich ein großer Fan davon und lese aufmerksam, aber bin irgendwie total gespannt, was du davon hältst.